Hallo Leute, ich sehe richtig blöd aus. Ich habe über Creme überall hingeschmiert, weil mir meine Lippen ganz doll wehtun und meine Nase vom ganzen Schnauben. Und dann haben wir vorhin, habe ich eine Runde inhaliert. Tobi hat jetzt irgendwie auch ein bisschen Schnupfen. Also, wer, was? Ups, falschen. Ja, und ich fühle mich matsch. Aber ich habe ein bisschen Mittagsschlaf gemacht und ein bisschen was ausprobiert. Ich habe nämlich von meiner Oma gestern nochmal eine neue Nähmaschine bekommen, weil ich hatte ihr auch gezeigt, dass ich mit ihrer alten Nähmaschine ganz viel jetzt genäht habe und so. Und jetzt hatte sie scheinbar noch eine, die sie nicht brauchte. Und dann hat sie mir die mitgebracht und die kann noch viel mehr Sachen. Jetzt habe ich nämlich auch so eine Möglichkeit, so einen Fake-Overlock-Stich zu machen. Das hatte die andere vorher nicht, weil die war noch mal deutlich was älter, glaube ich. Und das habe ich jetzt ein bisschen getestet. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, ob er das scharf stellt. Auf jeden Fall, ja, ziemlich cool. Das werde ich dann jetzt immer so nähen. Dann ist es noch viel ordentlicher. Und sonst haben wir jetzt ein Anime angefangen zu gucken. Ich habe vergessen, wie er heißt. Der Fernseher geht gleich aus. Irgendwas mit Zaubern. Ich frage gleich Tobi nochmal. Und wir machen jetzt Abendbrot. Wir haben festgestellt, dass wir noch ganz viele von diesen IKEA-Bällchen haben von letztens und kochen jetzt einen Kartoffelbrei und die Bällchen und eine Rahmsoße. Nicht so richtig gesund, aber egal, was Leckeres, Warmes zum Essen. Wie heißt der Anime, den wir gerade jetzt angefangen haben zu gucken? Black Clover oder so? Ja, also irgendwas machen die da mit Zauberer. Die wollen Zauberkönig werden. Der eine, der andere auch. Die sind Rivalen. Ja, aber sehr doofe Neuigkeiten für dich. Was denn? Das ist mir gerade, das habe ich vorhin beim Googlen. 10 Folgen haben wir. Oh, ich hasse das, wenn man ein Anime anfängt und man den nicht weiterguckt. Und ich bin ja mit deutschen Text lesen nicht so gut und deswegen, naja, müssen wir gucken. Und der andere hat auch nur eine Staffel, weil es erst eine gibt, weil er so neu ist. Ah, okay. Naja, so viel dazu. Ich glaube, ich melde mich heute nicht mehr. Ich sehe eh total bescheuert aus, sonst hätte ich einen Milchbart. Naja, wir machen jetzt Abendbrot essen und dann hoffe ich mal, ich kann besser schlafen. Guten Morgen, Leute. Unschwer wahrscheinlich mitzukriegen, ich bin immer noch erkältet. Aber ich habe heute Morgen nochmal mit Tobi, weil der ist jetzt wieder arbeiten natürlich. Und wir haben beide nochmal einen Schnelltest gemacht, bevor er los ist zur Arbeit. Deswegen bin ich auch schon seit früh mit aufgestanden. War wieder negativ und ich bin ja jetzt seit Freitag erkältet. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es wirklich einfach nur eine Erkältung ist. Ich gehe trotzdem nachher nochmal kurz einkaufen und guck mal, ob wir noch irgendwo Schnelltests, ob es irgendwelche zu kaufen gibt, dass wir wieder welche hier haben. Weil dadurch, dass wir jetzt so viele Tage hintereinander eingemacht haben, ist jetzt unser Vorrat aufgebraucht. Genau, ja. Meine Lippen tun mir weh, meine Nase tut mir weh. Ich habe es ja gestern schon eingecremt. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder Creme drauf machen. Und ich muss halt super viel Nase schnauben, deswegen ist die Nase auch so rot. Aber sonst ist es zum Glück eigentlich okay. Also ich merke, dass mir mein Hals irgendwie ein bisschen eklig ist. Also so, ich muss halt irgendwie ganz viel trinken, sonst wird der trocken kratzt. Und aber tut jetzt nicht wirklich weh. Ich habe jetzt nicht Halsschmerzen oder so. Und halt die ganze Zeit eine laufende Nase. Ja, mal gucken. Tobi hat jetzt auch ein bisschen Schnupfen seit gestern Abend, also vorgestern vielleicht. Und ja, mal gucken. Es ist bisher die Woche auch nicht wirklich viel geplant. Also eigentlich wollte ich mich morgen ja mit Kollegen treffen. Das haben wir jetzt auf nächste Woche verschoben. Einfach aus Sicherheitsgründen und weil es ja auch nicht sein muss, wenn ich so erkältet bin und so. Und das machen wir dann nächste Woche. Und jetzt habe ich eigentlich Zeit, um auch nichts zu tun. Aber ich habe jetzt schon, weil ich gestern recht wenig gemacht habe und so und auch die anderen Tage, gut, Sonntag haben wir viel gemacht, aber sonst
habe ich irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, was zu machen. Und deswegen habe ich jetzt Podcast auf dem Ohr. Ich habe hier schon einmal Staub gesaugt, weil das war ganz dringend nötig. Nach dem Urlaub haben wir nämlich noch nicht nochmal gesaugt und das war es hier übel krümelig und staubig und das habe ich jetzt schon mal eliminiert. Und jetzt kümmere ich mich ein bisschen ums Arbeitszimmer und will da ein bisschen Ordnung machen, weil das momentan so das Ding ist, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, ich habe noch voll viel Zeit, um mich um den Babykram zu kümmern und da irgendwas aufzubauen und zu machen und so. Aber das Arbeitszimmer geht mir einfach tierisch auf den Senkel. Das ist einfach vollgemüllt in jeder Ecke. Also dieser Raum ist wirklich schlimm. Überall stehen Sachen rum und alles ist irgendwie sortiert und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann es euch ja mal. Wartet mal, ich drehe mal mich so rum und drehe das so rum. Dann können wir das Unheil ja mal sehen. Also, hier sind ganz viele Babysachen. Die haben wir hier hochgestapelt, damit die Katzen da nicht draufklettern, weil die noch keinen Weg, keinen richtigen Platz haben. Da stehen schon Babysachen. Das ist, weiß ich nicht. Diesen Schrank hier musste ich auch mal irgendwie aufräumen, weil jetzt so unbedingt oft brauche ich die Perücken eigentlich nicht. Ich habe ja schon viele verkauft, aber die wollte ich eigentlich beide behalten, weil das so Haarfarben sind, die relativ schwer zu bekommen sind. So ein Weißgrau und ein Grau. Also generell auch auf dem eigenen Kopf. Und deswegen, aber ich weiß auch nicht, ich muss eigentlich, kann ich noch diese Schaumstoffköpfe loswerden. Davon habe ich auch noch einen ganz langen. Und dann generell das hier mal alles aufräumen. Das unten ist die einzige Ecke, die so ein bisschen ordentlich ist. Das da unten. Und das hier ist schon wieder alles Chaos. Hier ist auch was fürs Baby, was wir bekommen haben, von einem Kumpel geschenkt bekommen. So eine Trage, aber die brauchen wir erst später. Die habt ihr, glaube ich, gerade gar nicht gesehen. Diese Chaos-Ecke hier mit Licht und Stativ und Dingen und so. Sieht auch blöd aus, aber das muss ich dann gucken, wenn dieser Stuhl mit dem ganzen Zeug hier weg ist. Weil das ist ein Drucker, der kaputt ist. Darunter ist mein alter Laptop. Das ist die Packung vom neuen Laptop. Und der Stuhl, den brauchen wir eigentlich hier drin auch nicht. Der kommt dann, glaube ich, ins Schlafzimmer als Klamottenablagestuhl. Und ja, dann haben wir hier, habe ich gerade ein bisschen aufgeräumt. Huch, was hat man jetzt gemacht? Ui. Hier habe ich gerade ein bisschen aufgeräumt. Also, das sah hier noch schlimmer aus. Ich habe meine Pinsel mal wieder sauber gemacht und hier so ein bisschen das aufgeräumt. Da oben, hallo, da oben liegen jetzt noch meine Extensions. Ja, die Ecke hier ist auch bescheiden. Hier ist mein Nähzeug. Da ist ein bisschen Nähzeug und Dinge. Da liegt eine Flosse. Die will ich eigentlich auch noch verkaufen. Das ist auch eine Babysache, die hat meine Mama gehäkelt, aber die passt nicht auf den Babysachenberg. Hier sind Sachen, die ich zugeschnitten hatte, wo ja das mit dem Nähen nicht geklappt hat, mit dem Reißverschluss, was ich jetzt erstmal aufgegeben habe. Und das weiß ich jetzt noch nicht, lasse ich erstmal liegen. Ja, da hinten die Ecke ist sowieso. Also Tobi hat ja ein paar Sachen auf dem Schreibtisch, aber bei ihm sieht es eigentlich okay aus. Aber daneben sieht es nicht okay aus. Da ist irgendwie eine Kiste mit irgendwas und hier sind irgendwelche großen Kisten, also ich habe hier auch so Kisten, die eigentlich demnächst mal weg könnten. Aber die zum Beispiel hier, die große, habe ich aufgehoben, weil ich gehofft habe, dass ich mal meine Motorradkombi vielleicht demnächst verkauft bekomme. Und dann, wenn die jemand versandt haben will, würde die halt in diesen Ventilatorbehälter da reinpassen. Weil dieses ganze Motorradding, was hier ist, das wollen wir eigentlich abbauen. Weil ja genau hier vor dieses weiße Ding die Wickelkommode hinkommt und das halt blöd ist irgendwie, wenn das, weil das da so eng ist und wenn man hier rein will und Tobi auf dem Stuhl sitzt, ist das halt auch echt eng um die Ecke. Tobi hat sich das halt gewünscht damals, weil er das halt echt cool fand. An sich ist es auch cool, aber ja, brauchen wir halt jetzt gerade nicht mehr. Tobi verkauft ja auch sein Motorrad und dann ist das erstmal weg, den Helm und so und seine Sachen da hier halten wir zwar, aber die können dann auch im Kleiderschrank sein. Das muss dann nicht irgendwo hier hängen. Und hinter der Tür wollen wir gar nicht erst anfangen. Da sind noch so Sachen, die auch weg müssen. Und von diesen 1000 Büchern, die da unten liegen, das sind alles mögliche Bücher von irgendwelcher Abgabenordnung und frag mich nicht, Steuerbücher, die Tobi da in seiner Ausbildung gebraucht hat. Aber er hat da irgendwie alle fünfmal von gefühlt. Also nicht wirklich fünfmal, aber so dreimal. Und er muss halt noch sagen, welche wir jetzt behalten und welche wir wegmachen, weil wir brauchen ja nicht von allem drei so. Also weil, ja,
Da schlägt er eh fast nie drin nach, also echt selten. Und dafür brauchen wir nicht so viele, die da alle doof rumstehen, weil die halt auch keinen Platz haben. Also Sie sehen, es ist möglich hier. Und ein paar Sachen kann man halt vielleicht ändern. Ich weiß auch noch nicht mit meiner einen Schublade hier, ob ich die vielleicht irgendwie aufgeräumt bekomme, dass ich da die Nähsachen unterbekomme. Oder ob ich die Perücken wegräume und die Nähsachen dann in den Schrank lege. Auf jeden Fall möchte ich halt irgendwie ein bisschen Ordnung machen, wenigstens mal hier. Und dann als nächsten Step wäre halt richtig gut, wenn wir mal erstmal den Elektroschrott und so wegbringen können, weil eigentlich sagt man ja, glaube ich, kann man ja seit kurzem so Elektroschrott und so auch entsorgen, wenn man einfach nur die in ein Elektrofachgeschäft bringt. Aber ich glaube, das gilt halt eher so für so kleine Sachen. Und da wir halt auch zwei Laptops haben und mindestens einen Bildschirm, der weg kann und den Drucker, denke ich jetzt nicht, dass uns das jemand einfach so abnimmt, wenn wir nicht die anderen alten Sachen da bringen. Und Tobi wollte, glaube ich, aus den Laptops, bevor wir die entsorgen lassen, noch die Festplatten ausbauen, damit wir halt nicht irgendwie wegen Daten und keine Ahnung, ich weiß nicht. Und das müssen wir noch machen. Und ich höre jetzt ein bisschen Podcast und räume hier irgendwo ein paar Ecken mal ein bisschen was auf. So viel dazu. Jetzt habt ihr unseren allerschlimmsten Raum gesehen und die Abgründe unserer Wohnung. Wie unordentlich und chaotisch es hier ist. Und irgendwann zeige ich euch dann, wie es hoffentlich in schön aussieht. Why don't we go back to never wanted to end? Deine Hose ist ganz haarig und kaputt, aber Tobi hat einen Homeoffice Assistant. Machst du gut, Jörn. Da wird es viel besser mit dem Arbeiten. Viele Steuern heute gemacht. Hello, Leute, an diesem Donnerstagabend Nachmittag. Wir haben heute Vormittag sehr produktiv beide gearbeitet. Tobi hat Homeoffice gemacht und ich habe zwei Vlogs geschnitten. Den für heute noch, weil ich den noch nicht hatte. Und für Montag gleich. Und jetzt habe ich hier schon mal einiges aufgeräumt, aber irgendwie sieht der Schreibtisch hier schon wieder unordentlich aus. Weil hier wieder irgendwie Zettel liegen, die da gar nicht hingehören. Naja, auf jeden Fall wird langsam. Ich kann euch ja mal kurz einen Zwischenstand zeigen. Also die Ecke hier ist zwar jetzt noch chaotischer als vorher, weil da habe ich jetzt gerade die Babysachen hingestellt. Die haben ja noch keinen Platz, die kommen ja dann in die Kommode oder auf die Kommode. Und ich habe meinen Monitor jetzt hier hingestellt, weil ich benutze den eigentlich gar nicht. Wir wollen auch den PC irgendwann jetzt demnächst mal platt machen, weil wir nehmen halt meistens den Laptop und ich habe mir hier eine kleine Nähecke eingerichtet, damit ich am Tisch im Sitzen nähen kann und habe hier in dem Schubfach ganz unten so mein Nähzeug drin und das Kabel und so und habe unten an die Nähmaschine so Filzfüße gemacht, dass ich die ganz einfach vor und zurückschieben kann. Und generell die Sachen habe ich alle ein Stückchen in die Ecke geschoben. Da sieht es jetzt wieder recht voll aus wegen den Zeitschriften und weil da so Papier liegt. Aber ich glaube, das passiert öfter mal, dass es irgendwie voll aussieht.
Der Laptop, der kommt gleich mit rüber und das nehme ich auch gleich mit rüber. Ich habe mir nämlich ein neues Schnittmuster ausgedruckt und will das gleich noch zusammenkleben. Und die größte Veränderung ist hier die Ecke. Da stand ja der Stuhl mit den Babysachen drauf und mit den Elektrosachen, die weg sollten. Und der ist jetzt weg, wie man unschwer erkennen kann. Diese Box da packe ich, schmeiße ich auch noch weg. Da war mein alter Laptop drin. Tobi und ich haben die Festplatten ausgebaut, kaputt gemacht und auch mit weggebracht. Und das da muss ich auch noch irgendwie wegräumen. Weiß ich nicht. Ich glaube, den Korb muss ich noch meiner Oma zurückgeben. Ich glaube, das war von ihr. Und der Rest ist eigentlich so Verpackungsstuff. Vielleicht mache ich das im Keller oder so, keine Ahnung. Hier habe ich mir jetzt auch eine kleine Nähschublade gemacht. Also es ist keine Schublade, aber da habe ich immer einen Platz für die Stoffe und so. Bonnie, du wirst gleich rausgeschmissen. Hier ist gleich wieder die Tür zu. Und ja, der Rest vom Schrank ist jetzt zwar auch relativ voll, aber ich habe halt die Perücken hier rausgenommen und habe die alle in die Box hier reingepackt, weil die müssen jetzt nicht immer so außen stehen und einstauben und ich trage momentan eh sehr selten welche, also macht's alles nicht so viel Sinn. Jetzt als nächstes wird hier diese Ecke angegangen. Ich hoffe mal, dass die Kombi jetzt irgendwie wegkommt, damit, also verkauft wird, damit ich diese große Kiste hier weg habe, damit die nicht mehr im Weg ist. Aus der Decke hier wollte ich noch was nähen, weil wir die jetzt auch nicht mehr brauchen, gerade fürs Bett. Und diese Sachen hier, die räume ich dann irgendwie auch noch mit in die Ecke und gucke, dass sie nicht so viel Platz wegnehmen. Ja, und die Kisten da sind halt nur Müllkisten, aber ich hebe die noch kurz auf, falls ich muss zum Beispiel noch die Schuhe da verschicken, die habe ich auch heute doch verkauft. Und dann wird es hier langsam mal alles ein bisschen ordentlich. Und ich war eben beim Abfallhof, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Elektroschrott weggebracht. Und ja, mir ist schlecht irgendwie vom Autofahren. Heute ist kein guter Autofahrtag und ich bin selber gefahren. Also das muss erstmal was heißen. Naja, auf jeden Fall egal. Bin wieder zu Hause und werde jetzt das Schnittmuster noch ausschneiden und zusammenkleben. Und dann war es das für heute. Dann wird heute nicht mehr viel passieren, denke ich mal. Ich müsste mal meine Haare nochmal nachfärben und tönen. Also beides ist ja Tönen eher, weil ich habe ja eh Lumen und Directions. Ich glaube, es zählt beides als Tönung. Müsste ich dann morgen mal machen, vielleicht. Und ja, langsam wird hier ein bisschen Ordnung in diesem Zimmer. Ich hoffe, die hält sich dann auch eine Weile, weil dieser Raum ist wirklich echt schnell zugemüllt gewesen bei uns. Why don't we go back to your bed?